Servus, du belgische Sonne, Mond da draußen von BCN, Laptop und TV. Wir spielen 9. Folge von Air Memories of All. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. In der letzten Folge haben wir den Hirschgeist getroffen und der hat uns den zweiten Schlüssel gegeben. Und jetzt sind wir auch im zweiten Dungeon, in dem wir Sonne und Mond aktiviert haben. Und wir konnten dadurch in diesen Tempel reingehen. Wir wissen, dort drin ist einer der Götter, der damit zu tun hat. Und wir werden wahrscheinlich auch hier wieder ein Schlüsselfragment bekommen. Das wäre dann die Nummer 2 von 3. Dann können wir schon mal zeitlich abschätzen, wie lange das Projekt vielleicht noch dauern könnte. Wir müssen jetzt hier rätseln. Ich weiß nur bloß nicht, in welcher Art und Weise. Wir müssen hier die Sonne nachmachen. Ich würde sagen, dass das hier stimmt. Und hier dann den Mond. Ups, der Mond, Ja, dort stimmt es schon. Das war irgendwie abzusehen. Die beiden Teile passen zusammen. Und wir können eben hier rein. Wow, super. Genau. Da konnte man das nochmal anschauen. Und irgendwie blieb mir das visuell im Gedächtnis. Jo. Wow. Wow. Schon cool. Schlüssel nehmen. Wieso? Wir haben doch den Schlüssel. Jetzt habe ich schon den dritten Schlüssel. Alles klar. Dann habe ich mich vertan. Das habe ich jetzt noch nicht gecheckt. Das ist schon der dritte Schlüssel. Okay. Dann haben wir halt den dritten Schlüssel. Voll cool. Dann haben wir schon alle Schlüssel. Wir sollen ja östlich-nördlich wandern. Das macht jetzt nichts, dass wir halt erstmal alle Schlüssel haben. Ich hätte gedacht, das ist der zweite Dungeon dann. Macht nichts. Dann können wir weiter genießen. Dann haben wir das auch schon abgehakt. Die Schlüsselsuche ist somit beendet. Ja, warum hat das dann so schön verführerisch geleuchtet? Das ist doch unglaublich. Ist das unglaublich? Ha? Ich bin erschrocken gerade. Hallo, kleine Wanderin. Du hast dir Zeit gelassen. Bist du vielleicht vom Weg abgekommen? Oder musstest du auf den langsam warten? Oder auf die Toilette? Ich glaube, sein Name ist Medwin. Langsam wie ein Wandler vor ihm. Aber clever, intelligent. Weißt du denn, worüber du da gestolpert bist? Du trägst Licht und Schlüssel, um dich ins Zwielicht zu führen. Dämmerung und Morgenröte zugleich, will ich meinen. Südwestlich, das schreibe ich mir so auf. Von hier gibt es einen Tempel in Gestalt der untergehenden Sonne. Dort wirst du mehr Antworten finden. Nun geh schon, Vogel, schneller als Medwin. In der Tiefe erwarten dich Geheimnisse. Suche Rat bei den Schlummernden. Alles klar. Okay, östlich-nördlich und südlich-westlich. Das haben wir die Qual der Wahl. Wir haben alle Schlüssel in diesem Spiel gefunden. Das kommt davon, wenn man erkundet. Jo. Ja, gut. Ich möchte mal ganz zurück. Zum Leuchtturm würde ich ganz gerne mal wollen. Ja. Ja, finde ich mal auch nicht so verkehrt, diesen Weg einzuschlagen. Da waren wir. Wir haben jetzt Sonne und Mond aktiviert. Ja, das schaut fast gut aus. Eigentlich nicht. Das ist eher hier, oder? Ja. Ja, fast.
Wir müssen einmal kurz durch die Wolkenpracht brechen. Ich würde einfach da mal ganz gerne hinwollen. Mal wieder zurück. Nach Hause. Die Siedlung, genau, da wollte ich eigentlich noch mal ganz gerne hin. Yay. Ha. Noch kurz gut geschafft. Da ist nämlich die Siedlung, da wollte ich auch mal wieder hin. Da wollte ich mal Hallo wieder sagen. Und ich will diesen einen Opa noch mal finden. Na, wie geht's euch? Hey. Willkommen zurück, Aug. Ich hoffe, dass dir deine Reise gefällt. Erin ist ganz außer sich vor Freude, dass uns ein richtiger Vogelwandler besucht. Inzwischen sorge ich mich ein wenig, dass sie wieder auf eine ihrer Entdeckungsreisen geht. Einmal machten wir Rast im Norden, bei den heißen Quellen. Von einem Augenblick zum nächsten war sie verschwunden. Wir suchten überall. Der Sturm der heulenden Gipfel war damals nicht so tosend, aber dennoch war er sehr kalt. Wir stießen auf eine nahegelegene Höhle und begannen nach ihr zu suchen. Sie besitzt eine Feibel für Verstecke. Wie sich herausstellte, war der Berggeist des Nordens erst vor kurzem dort eingezogen. Er saß auf seinem Rücken und plauderte über dieses und jenes. Sollte ich stolz oder besorgt sein? In ihrem Alter bin ich auch ständig weggelaufen. Also steht mir ein Urteil nicht zu. Ah, ich werde noch ganz nostalgisch. Pilgerreise, lass mal sehen. Das Heiligtum der Dämmerung liegt am nächsten. Nördlich, westlich. Oh, von hier. Hm. Jan ist weg. Das ist nicht so schön. Hallo Aug, falls du nach Medwin suchst, er befindet sich in der Höhle hier im Dorf. Und es sucht sicher ein paar Tafeln. Ach da, wie wäre er stattdessen mit einer Geschichte vielleicht darüber, wie ich deiner kennengelernt habe? Eines Tages bin ich einem honigbraunen Reh über eine Insel im Osten gefolgt. Der schönste Reh, das ich jemals gesehen habe. Plötzlich stand ich vor einem Vogelschrein. Und da stand sie, direkt daneben. Sie lächelte mich an und mein Herz gehörte ihr. Ich meine Diana, nicht das Reh. Du Dummerchen. Das war mein erster Besuch im Land der Götter. Ich wurde auserwählt, das Land zu beschützen und sie war die Hüterin von Karas Schrein. Schade, dass der Schrein eingestürzt ist. Diana meint, dass er sich nicht retten lässt. Ich werde es dennoch versuchen, wie dem auch sei. Wohin verschlägt dich als nächstes? Deine Tochter retten vielleicht. Oh, hast du die Fischstatuen bei Windseng-Fällen gesehen? Habe ich noch nicht gesehen. Die sind dem Fischgeist geweiht, der einst dort lebte. Die Gewässer dort waren sehr frischreich. Im Sonnentümpel gab es goldene Fische und silberne im Mondtümpel. Allesamt waren sie schmackhaft. Ich hatte vor, dort wieder Fische anzusiedeln, aber über Nacht verschwanden sie einfach. Vielleicht werden sie von einem anderen Tier gefressen. Ha, du hast den Fuchsgeist getroffen? Für gewöhnlich treibt er sich in seinem Revier am gespaltenen Berg herum. Aber in letzter Zeit habe ich ihn umherstreuen sehen. Du denkst, dass der Fuchsgeist die ganzen Fische auffrisst? Das würde so einiges erklären. Ja, natürlich. Die Höhle. Da war ja eine. Mal gucken. Die würde ich ganz gerne wieder sehen. Die Höhle. Erin ist verschwunden. Na, schauen wir mal, wo die ist, die Kleine. Die werden wir auf jeden Fall retten. Die war doch hier irgendwo, die Höhle. Ach, da. Der Opa ist dieser Merwin. Merwin. Da konnten wir das nicht lesen. Vielleicht können wir es jetzt tun. Zu viel Story, ne? Die Fischstatue haben wir noch nicht. Doch, oder? Haben wir die gesehen? Waren es nicht diese komischen Walrösser? Bin mir jetzt nicht sicher. So genau habe ich das jetzt nicht geschaut. Die Pilgerstube. Da ist er doch. Also. Willkommen zurück, Aug. Komm und
Sieh dir das an. Ich glaube, ich weiß, worauf du gestoßen bist. Die Schlüssel der Bewahrer, sie werden alle als glühende Symbole beschrieben. Er ist in die Laterne gesogen worden, sagst du? Beeindruckend. Schade, dass ich nicht mit dir kommen kann, aber mein Rücken würde mir das nie verzeihen. Was? Du hast den Schlüssel wahrhaftig benutzt? Es ergibt Sinn, dass sie die Tempel öffnen, nehme ich an. Kaum zu glauben, dass die Bewahrer zu meinem Lehrling sprechen. Wir haben immer geglaubt, dass die Götter entweder in ewigen Schlaf gefallen oder sogar verschwunden sind. Unsere Gebete galten schon immer den Geistern von Himmel und Erde und unserer Ahnen. Mir ist nicht wohl dabei, mein Kind, aber wenn einer von ihnen noch immer schläft, solltest du nach den anderen Bewahrern suchen. Fragen verlangen nach Antworten, bevor es zu spät ist. Es scheint, als ob unsere Welt vor großen Veränderungen steht. Du bist wie eine Tochter für mich, Aug. Nimm dich in Acht da draußen, versprichst du es mir? Ich kann das nicht lesen. Die Sprache, in der es verfasst wurde, ist mir fremd und überhaupt ist es verfallen. Ja, ich habe doch jetzt eigentlich. Kann aber sein, dass da auch noch ein bisschen mehr kommt. Sehr schön, dann haben wir das auch noch mal gemacht. Wollte ich auch mal unbedingt zurück, deswegen nach Hause. Und jetzt will ich diesen Leuchtturm noch mal anschauen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was tun. Auch hier sind Schmetterlinge. Jo. Jetzt müssen wir nur uns orientieren. Da ist er. Der Leuchtturm. So, schauen wir mal, ob wir jetzt was machen können. Oder zumindest irgendwas aktivieren können. Das muss der Leuchtturm sein. Anscheinend erfüllt er gerade keinen Zweck. Ich sollte später nochmal vorbeischauen. Naja, gut, es schaut aus, als wären das die Schlüssel hier. Aber auch diese macht nichts. Nordöstlich und so südlich sollten wir wandern, wurde uns gesagt, um Erin zu finden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir sie jetzt gleich so finden. Ach, wir werden sehen. Ne? Wir werden sehen. Ich flattere jetzt einfach mal hier ein bisschen durch, weil wir haben uns das hier noch gar nicht so direkt angeguckt. Und ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen drüber zu steuern. Mal ein bisschen zu Luki-Luki machen. Ne? Da kamen wir her. Das ist hier eingestürzt hier. Das war der Tempel von Kara. Kara's Lecht. Das sind nämlich auch hier Menschen, sehe ich gerade. Klingt hier im Dschungel, klingt es hier. Kehre um, Joal. Dieser Weg ist nicht für dich bestimmt. Das sagt ihm der große Fuchs hier. Okay. Nein? Der Fuchs hat Joal gesagt, er soll hier nicht sein. Das ist nicht für ihn. Bestimmt diesen Weg zu gehen. Aber meiner ist es wohl. Jetzt würde ich ganz gerne auch diese Fischstatue noch mal sehen. Jetzt muss ich mich noch mal orientieren. Jetzt bin ich hier. Aber die Musik ist einfach mega chillig. Wir sind so. Sonst würde ich irgendwie so ein Musikinstrument spielen, so ein Banjo. Aber ich hätte jetzt die Statuen gar nicht so gesehen. Zwielichtsee, aber das ist ja das Zwielichtsee. Den wollte ich nicht. Dann ist das das andere. Das ist der Zwielichtsee. Das ist ja woanders.
Fliegen wir durch die Wolken. Genau. Wow. Das ist so episch. Das gefällt mir. Das würde ich dann sagen, dass das die Fische sind. Dann. Ja, oder? Das sind die Fische? Okay, dann war es das wohl. Dann haben wir das gemacht. Und hier, das war der Riesenturm, genau. Dann will ich zu diesem umgestürzten Turm nochmal hinfliegen. Dass ich da hinkomme. Ich sollte vielleicht mir diese Richtung. Schauen wir mal nochmal. Würde passen. Ja, würde passen. Jetzt kommen wir langsam so in diese Phase, wo wir auch ein bisschen erkunden können. Nochmal schauen. Da gab es doch die Höhle mit diesem Fuchs. Und da können wir vielleicht nochmal gucken gehen. Und im Norden. Der Bär zum Beispiel. Ach, das ist der Königspass. Genau. Wo der Bär ist. Ich würde ganz gerne den Bären auch finden. Das war doch die Wiese. Die hatten wir doch schon, oder? Hatten wir das nicht? Die Statue, sie stürzt ein. Oh nein! Sind auch schon ein paar tot. Also mehr ist schon tot. Aber waren die Feuer schon da? Rettet euch! Ja, es geht alles an die Hunde. Alles kaputt. Jetzt sind wir wieder hier im Norden eher mehr. Jo. Ja, schauen wir uns weiter um. Wir fliegen nochmal gegen Norden. Einfach nur mal so überfliegen. Ich schaue immer mal auf die Karte. Ich würde ganz gerne mal den Bären kennenlernen. Heulende Gipfel, das war doch auch hier was, ne? Aber ob ich jetzt hier so richtig bin? Also ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass Erin hier sein könnte. Ist nur mal so. Hui! Ich habe ein bisschen Höhenangst, müsst ihr wissen. Das habe ich meinem Vater zu verdanken, der hat es mir ein bisschen mitgegeben. Ja, so ein bisschen. So direkte Angst nicht, aber irgendwie, da kriege ich so gleich Gänsehaut manchmal bei manchen Höhen. Ich kann auch zum Beispiel in Videospielen, wenn ich irgendwo Wasser sehe oder schwimmen muss, kann ich nicht schwimmen. Ich habe Angst vor Wasser in Videospielen. Ja, wirklich. Es ist kälter geworden, aber die Quellen sind so warm wie eh und je. Ah, genau. Das sind doch die warmen Quellen. Haben die doch dann nicht. Die haben doch noch was gesagt. Hm? Also, dass sie doch da waren im Norden. Also, mir kam da noch was im Kopf vor, dass die da bei den heißen Quellen waren. Ich war zwar schon mal hier, aber ich habe das jetzt nicht genau untersucht. Da ist eine Höhle. Vielleicht war ich schon drinnen oder auch nicht. Wer kümmert sich um diese Lichter, ob jemand in diese Höhle Unterschlupf gefunden hat? Gehen wir mal hier schnell rein. Prime. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Ich bin gespannt, ob wir Erin finden können. Nicht wahr? In a real P? I don't know. Bärenzahnhöhle, yay. Dann wird hier wohl der Bär sein.
Welches auch Ehren hier? Da waren wir noch nicht. Oh, ist auch wieder voll schön hier. Oh, super. Dann hätten wir den Bären auch getroffen. Schauen wir mal. Anmerkungen zu dem Legenden der westlichen Stämme von Red. Dem Gelehrten der Sommerinseln. Alles im Land der Götter ist heilig. Insbesondere der Schrein, den man Leuchtturm nennt und von dem man sagt, er wäre ein Ort der Macht. Einige alte Schriften bezeichnen ihn als Haus des ersten Lichts. Die Wiege der Welt, in der die alten Götter erwachten und von der aus sie das Land erkundeten. Nunmehr ist es ein kleiner schwarzer Turm, bestehend aus fremdartigen Obsidian, einsam und verlassen, ein Relikt in den Augen unserer Zivilisation. Ist es falsch, sich nicht um die Überbleibsel unserer Vorfahren zu kümmern? Das weiß ich nicht. Aber Geschichte ist toll. Er wird uns nicht gleich fressen, oder? Der Bär? Der Captain Blaubär, let's play, Dennis? Aber schaut ja meine Videos zurzeit nicht. Wir sind aber nur befreundet. Meinen allerersten Abonnenten. Einen ganz lieben Gruß, aber... Oh, cool. Ich weiß, ich gehe falsch, aber ich gehe instinktiv falsch. Denn es könnte hier sein, dass hier das One Piece zu stecken ist. Das war aber nicht. Nicht kein One Piece. Wo ist dieses One Piece nur? Wird das jemals gefunden? Vielleicht ist das One Piece in unseren Herzen. Und Monkey D. Ruffy weiß es nur noch nicht. Bist du der Bär schon? Ach, wie niedlich. Oh, schaut. Der Bär. Das ist ein Screenshot wert. Da. Aber Erin ist auch nicht hier. Aber das ist auch ein Geist. Boah. Willkommen, meine Dame. Es ehrt mich, dich hier empfangen zu dürfen. Ah, du kennst mich nicht, aber ich weiß, wer du bist. Komm, lausche meine Geschichte. Ah, ich erinnere mich daran, als Kara noch ein Junge war. Ach so, sie ist ein Junge? Oh, es war ihr erster... Ach nein, sie ist gar nicht ein Junge, sie war noch ein Junges, war. Entschuldigung, ich bin alt. Es war ihr erster Besuch im Land der Götter. Ihr Clan war auf der Durchreise. Ich selbst war noch jung, nicht mehr als 100 Jahre alt. Ja, der Zerfall. Jetzt lese ich mich auch total dumm. Wie es der Zufall wollte, machte sie in der Nähe meines Heimes Rast. Als wir uns begegneten, kam sie auf mich zu. Sie konnte noch nicht sprechen, aber sie umarmte mich ganz herzlich und sprach aus ihrem Herzen zu mir. Jahre später kehrte sie zurück. Sie erinnerte sich an mich. Eine ihrer ersten Erinnerungen, sagte sie, ich bat ihr einen Pakt an. Aber sie war schon in die Dienste des Vogels als Donnerinseln getreten. Wir wurden jedoch gute Freunde. Und nach dem großen Zerfall war ich es, als sie als erstes traf. Der Schöpfer hatte sich gespalten, um die wachsende Leere aus seinem Herzen zu verbannen. Die Welt zerfiel. Er bat Kara, die Teile seiner selbst zu beschützen. Drei mächtige Fragmente, die Leere verbannt in ein Gefängnis. Und noch etwas blieb, seine Hoffnungen, seine Träume und seine Liebe für die Schönheit dieser Welt. Viel Zeit verging, ehe mich Kara erneut aufsuchte. Die Welt war einmal mehr still geworden. Und sie schenkte mir das, was noch geblieben war. Das Junge war so klein wie Kara, als ich sie zu mir
zum ersten Mal traf und ihr Name war Mina. Mhm. Wir haben auch schief mitbekommen, dass wir alle Tiergeister gesprochen haben. Manchmal ließ ich einen Stoß zusammen. Gut, aber Erin war nicht hier. Das ist jetzt nicht so schön. Aber vielleicht finden wir sie trotzdem noch. Ich würde sagen, wir suchen nochmal einen Schrein auf, falls wir einen finden. Östlich-nördlich würde ich den ersten nehmen. Es freut mich, dass ich die Höhle jetzt hier gefunden habe. Muss ich schon ehrlich sagen. Und ja, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zusehen. Ich lass mich treiben von diesem Schneegestöber bei... Miau, miau, mein Gott.